Berlin! Welcome to Amaze Berlin 2014, the third international independent video games festival! Sind wir jetzt auf der Amaze. Das ging sehr schnell. Ja, wir haben jetzt schon den letzten Tag der Amaze. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Ist eine tolle Veranstaltung. Und diesmal kenne ich glücklicherweise auch schon ein paar Leute von letzten Jahr. Und es gibt so ein internes deutsches Entwicklerforum in die Arena, wo man dann auch übers Jahr mal ein bisschen Leute kennengelernt hat. Ja, und das sind coole Spiele hier. Also, was ich ganz schön finde, sie haben dieses Jahr den Award, also es gibt immer einen Preis, gesplittet in drei Awards. Den Hauptpreis, dann den Interaktions-Award, wo du halt Multiplayer-Spiele förderst, und den What-the-Fuck-Award, wo du ganz abgefahrenes Zeug hast. Und das finde ich eigentlich ganz schön, deswegen ist die Ausstellung auch sehr divers hier. Was immer das Problem ist, wenn man durch die Ausstellung läuft, ist, dass man die Spieletitel manchmal vergisst. Letztes Jahr habe ich schon Cialo Cialo gespielt. Das ist hier wieder, das ist ganz sehr cool, ein Rennspiel zu viert. Und jeder hat immer so eine Sondereigenschaft. Eigentlich totales simples Ding. Und dann gibt es noch eins mit ganz vielen verschiedenen farbigen Knöpfen. Das ist auch ein Rennspiel und du musst immer den richtigen Knopf der richtigen Farbe drücken. Das Problem ist, deine Spielfigur wechselt aber die Farbe zwischendurch. Dann musst du den anderen Knopf drücken, um weiterzukommen. Was man so feststellt, ist, es gibt einfach so Festivalspiele. Die funktionieren vielleicht so normalerweise gar nicht so toll, weil man nicht vier Spieler zusammenkriegt, aber hier auf so einem Festival sind die super. Also die Keynote hat mir gut gefallen. Das war Henry Smith von Space Team. Space Team unbedingt mal angucken, gibt es jetzt auch auf Deutsch. Dann habe ich den Vortrag, naja, Vortrag war das nicht, das Gespräch mit Jonathan Blow angehört. Da war vieles drin, was ich schon gehört hatte, aber ich mag seine Talks und seine Gespräche immer sehr gerne und so ein paar kleine Sachen waren auch neu. Aber ich glaube, es lohnt sich einfach mal so quer zu hören. Also es waren noch einige andere, die mir gut gefallen haben. Leider habe ich die Namen jetzt vergessen, deswegen nenne ich keinen speziell. Die gibt es aber auch alle im Internet. Und ich glaube, dieses Jahr wurde zum ersten Mal live gestreamt. Also ich hatte jetzt zweieinhalb Tage Zeit, Rules auszuprobieren. Und im Grunde hat sich jetzt schon die Entwicklung gelohnt, weil wenn du den Leuten das Device in die Hand drückst und ihnen bei der ersten Runde zuguckst, das macht so viel Spaß, weil sie da gnadenlos scheitern und dann noch eine Runde und noch eine Sekunde, ich habe es gerade geschafft und dann geht's weiter. Also das ist sehr, sehr lustig und das Feedback war eigentlich positiver, als ich gedacht hätte. Also es hat fast allen gefallen und ein paar sind jetzt schon süchtig. Die wollten dann, dass ich es ihnen draufbaue auf ihr Gerät. Da habe ich jetzt noch keine vernünftige Version dabei. Das ist natürlich sehr aufregend gerade. Interessanterweise habe ich jetzt gar nicht so Ansatzpunkte, wo ich was ändern müsste. Ich habe von vielen einfach das Feedback gekriegt, ich soll es jetzt halt fertig machen. Und wäre es denn nicht schon fertig? Und das unterschätzt man natürlich immer. Ich meine, so ein Prototyp zu machen ist einfach. Aber das ganze Polishing und dann noch Musik dazu, beziehungsweise vielleicht nicht mal Musik, sondern Soundeffekte dazu, die gut passen, und dann noch Game Center einbauen und die Menüstruktur, die ich relativ klein halten möchte. Das sind alles so Dinge, die sicher noch ein paar Wochen dauern. Ja, das Schöne war, dieses Jahr hatte jeder auch einen Klebepunkt. Es gab gibt einen Publikumspreis, also die Preisverleihung ist ja heute Abend erst. Und da kannst du dann aus den 15 Nominierten aus allen drei Preiskategorien eins aussuchen. Ich habe leider noch nicht alles gespielt. Also Cialo Cialo gefällt mir einfach super gut. Das Framed klingt wahnsinnig spannend. Also ihr müsst euch unbedingt die Spiele auch angucken auf der Webseite mal, weil es sind tolle Sachen dabei. Das Perfect Boom scheint sich gut weiterentwickelt zu haben. Habe ich auch noch nicht ausprobiert.
Und gestern Abend habe ich noch ein großartiges Spiel auf der Leinwand gespielt, Gang Beasts. Da bist du so ein farbiges, also ein rotes oder ein blaues Männchen, mit, so, relativ knubbelig, und musst den anderen durch, in so einer komischen Szene über die Reling wresteln. Das klingt jetzt alles total komisch, aber die Animationen sind so toll gemacht. Das macht so viel Spaß, da einfach zuzugucken und es selber zu tun. Also ich war auf so einem Riesenrad und dann versuchst du den anderen da runter zu schubsen. Und das finde ich immer das Erstaunlichste, so Spiele, wo ich sage, das Genre interessiert mich überhaupt nicht. Das würde ich gar nicht anfassen und dann probiere ich es aus und es rockt total. Was natürlich auch total großartig auf der Maze ist, die Leute zu treffen, die die Spiele machen. Also hier Mario Bueno wieder zu treffen, war einfach auch großartig. Weil die haben jetzt so ihre Spiele gemacht letztes Jahr, jeden Monat ein Spiel. Und da wird es auch sehr spannend. Nächstes Jahr wollen sie eine Tour durch Europa machen und da so jammen wie eine Band. Finde ich auch wahnsinnig spannend. Also das entwickelt sich gerade. Ich glaube, die deutsche Entwicklerszene ist auch, die Indie-Entwicklerszene ist auch gerade ein bisschen aufgewacht. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Siehst du, da läuft er gerade vorbei. Tja, da hat er gerade geklopft. Auf der Kamera haben wir ihn nicht, aber... Ja.